Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video spiele ich Minecraft und ich zerstöre sofort meine Stimme. Ah, oh, was zum Teufel hast du dir für einen Anfang, ey? Und in dieser Folge werde ich wieder wie immer über ein paar Themen reden, denn ich baue hier noch immer weiter. Ach, wieso muss ich eigentlich schon diese Folgen immer so beschissen anfangen? Ach ja, stimmt. So bekommt man Aufmerksamkeit hier auf YouTube. Oder noch besser, man schaltet aus Versehen sein Handy aus. Nice! Ich bin ein Vollspacken, ey. So. Reparieren und den hier drauf und drauf. Und für diejenigen, die sich fragen, was hier. Nein, warte, ich muss wieder von vorne anfangen. Ich habe wieder das Thema komplett. Komplett auf den Kopf geworfen. Nämlich, gestern sind ja 6 Videos gekommen, denn das lag ja dran, dass am Montag und am Dienstag, also heute, keine Videos kamen. Weil ich bei meinem Freund war und weil. Ja, es dauerte 3 Stunden, bis endlich ein Video online war. Und dann dachte ich mir, ah, oh, wieso ladest du am Mittwoch einfach all die 6 Videos, die nicht online gekommen ist. Für diejenigen, die sich wundern und vielleicht seit ein paar Wochen nicht mehr auf meinem Kanal waren, ich mache seit Montag 3 Videos pro Tag machen, aber weil ich da bei meinem Freund war und übernachtet habe und es halt 3 Stunden gedauert hatte, dachte ich mir, dass ich die 3 Videos vom Montag und vom Dienstag einfach Mittwoch dann einfach hochlade. Und ja, jetzt ist es halt geschehen. Und ja. Jetzt geht's weiter. Jetzt geht's wieder normal weiter. Und hoffentlich bald ist auch normal. Ja, obwohl, für die noch ein paar Informationen. Ich habe, glaube ich, also im Informationsvideo, ja, da habe ich es gesagt. Ja, also sage ich jetzt lieber noch einmal, nämlich an diesem Wochenende und am nächsten Wochenende gehe ich mit meiner Familie weg. Also an diesem Wochenende gehen wir in Euro Disney und am nächsten Wochenende gehen wir in den Europapark. Deswegen werden dann am Wochenende keine Videos kommen, aber dann danach wieder, wenn ich wieder zu Hause bin, dann wieder und dann, wenn ich wieder im am Europapark bin, dann halt wieder keine. Aber dann danach kommt eine Woche, da werden wahrscheinlich keine Videos kommen. Das liegt daran, dass ich dann meine Mutter eine Woche zu Hause ist, aber sie die ganze Zeit dann einkaufen gehen und alles so weg, kommen wahrscheinlich keine Videos, denn ich habe dann wahrscheinlich keinen Empfang, leider. Was zum Teufel? Und ja. Deswegen werden dann auch wahrscheinlich die Woche nichts kommen, wahrscheinlich. Oder ich probiere mindestens dann die 3 Videos hochzuladen, wahrscheinlich kommen die dann etwas später einfach. Also entweder es kommen einfach keine Videos diese Woche da, und was kommt da? Die beste Diskussion auf YouTube. Oh Junge. Also entweder kommen dann halt die Woche, also in 2 Wochen werden dann für keine Woche keine Videos kommen, oder es werden halt etwas später die Videos kommen. Ich weiß ja nicht, wie ich das werde machen. Aber lass euch einfach überraschen. Ihr seht ja dann, wenn ich Video hochlade. Ah, ein Video hochladen. Verdammt, aber ich habe jetzt keine Hacke mehr. Kann ich wieder zurückgehen. Und Tür. Aua. Und ich muss mal echt eine Eisentür bauen, ey. Dann kommen diese verdammten Vieljaws einfach nicht mehr herein. Hab Sticks natürlich nicht. Oh, super. So. Ich mache am liebsten einfach 2. Und so. Und über ein anderes Thema, was ich will reden. Ich weiß nicht, was in letzter Zeit los ist. Also es hat jetzt nicht mehr mit Normalität zu tun. Aber vor, ich glaube, jetzt 5 Tagen hatte ich so, glaube ich, 1500 Aufrufe. Jetzt innerhalb von den 5 Tagen halt bis jetzt, also vor 5 Tagen bis jetzt dann, ja, halt, also ich hoffe, ihr versteht das, also ich spreche nicht richtig und spiele ein Vollidiot. Was zum Teufel.
Also heute in den letzten Tagen, ja, habe ich etwas viele Aufrufe bekommen. Von 1500 ist es auf 1730, ja, ich sag mal, explodiert. Normalerweise bekomme ich so pro Tag so plus, was weiß ich, 20 Aufrufe, aber da war es ja 40 pro Tag. Alter, was zum Teufel war da los, frage ich mich nur. Ich habe nichts dagegen, natürlich viele Aufrufe zu bekommen. Dann bekomme ich etwas mehr Aufmerksamkeit natürlich. Und bekomme eigentlich die 100 Abonnenten. Okay, ich glaube, das mit den 100 Abonnenten wird wahrscheinlich dieses Jahr noch etwas knapp, aber ein Versuch ist es wert. Auf jeden Fall. Das sind die Weizen, die ich auf haben. 53. Oh, Junge. Damit könnte ich mir, wie viel Brot könnte ich mir eigentlich damit machen? Ich glaube, ich könnte mir damit, ich glaube, 17 Brot könnte ich mir damit machen, oder? Bin mir gerade nicht sicher. Aber ich glaube, ja, oder? Ich muss gerade schauen, mal. So, Weizen, Weizen, Weizen. Ja, 17. Lol. Ich kann gut rechnen. Und ihr nicht? Okay, naja, doch. Ich habe mal gehört, wenn du in etwas gut bist, ist jemand anderes immer besser. Das stimmt zwar. Das wirkst immer einen Rivalen. Und du sagst, oh, ich hab keinen Rivalen, ja dann. Schon. Dann hast du einen Rivalen. Dich selber. Oh, Junge. So, noch mehr. Wieso mach ich mir eigentlich Brot denn? Ich hab die Mutter ja nicht aktiviert. Ich bin nicht so am Dorf hier weiterbauen. So, la 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 la. Oh nein, der Monster. Also zum Beispiel ein Creeper, der würde alles in die Luft sprengen hier. Und das wäre nicht gut. Und dann wäre ich so, oh, willst du mich eigentlich verarschen? So fliege ich eigentlich in die Luft. Macht keinen Sinn, aber egal, mein Videos machen wir es jetzt auch gar nicht Sinn, ne? Ne? Ich glaube, ich bin heute wieder radioaktiv. Ne? Hier Stein, ne? Holztreppen. Ja, Bruchsteintreppen sind Holztreppen. Nice! Ach du Scheiße, bitte töte mich! Okay. Ausweg. So, bam. So, oh, wow. Dann warte. So. Okay. Und weiter. Och nö, jetzt muss ich hier auch noch. Oh. Ha? Ja. Und das war mal wieder meine Mutter, die mitten im Video auftauchte. Juhu, ich schaffe mein Leben. Ja. Ich hab vor ein paar Folgen also, auch gesagt, dass ich mir so extra so Dinge gebastelt habe, damit jeder kann, also auf dem Ding da so ein Schild gemacht hat, so ich nehme auf oder nein, ich glaube, da steht bitte stören, bitte nicht stören und ja, es hing gerade daran, weil ich nehme ja gerade auf. Es wisst ihr auch, sonst würde dieses Video hier nicht online kommen. Und ja, meine Mutter ist einfach mitten reingeplatzt. Also es ist nicht meine Schuld, dass sie in meinem Video auftaucht. Ich habe extra dieses Schild gemacht. Es ist nicht meine Schuld. Ah, verdammt, jetzt bin ich noch runtergefallen. Ah! So, jetzt bin ich hier oben. Ich dachte schon, ich hatte den Sprung jetzt verkackt. Das wär's ja. Der Jump'n'Run Profi. Höchstpersönlich. Abgestumpft. Oh, Junge. So, und so, jetzt ist das auch mal repariert, diese scheißen Treppen. Ich weiß nicht, warum das so verbuggt eigentlich. Habt ihr überhaupt eine Ahnung, also die etwas vielleicht länger als ich Minecraft schon spiele? Also ich spiele seit ich 5 bin, also seit 7 Jahren spiele ich Minecraft.
Jetzt nehme ich eine Frage. Es gibt wahrscheinlich ein paar, die wissen mehr als ich in Minecraft. Das ist normal. Nämlich, wisst ihr, warum eigentlich immer alle Dörfer so verbuggt sind? Also nicht schön gebaut und alles und immer nur so, also immer so ein paar Fehler sind, dass zum Beispiel ein paar Gebäude eingebuddelt sind, also, oder zwei Blöcke höher sind einfach. Zum Beispiel wie das hier. Habt ihr eine Ahnung, wieso? Wenn ja, dann schreibt es mir in die Kommentare. Glaubt ihr einfach, also, packe noch Theorien aufstellen, ob die Entwickler das, aus Versehen, also dass das aus Versehen so programmiert ist in der Welt, oder dass das vielleicht von den Entwicklern extra so gemacht wurde, dass es so ist. Ich weiß ja nicht, ich kenne mich nicht so, also ich spiele wirklich Minecraft schon lange, das kann man sagen, aber alles weiß ich auch nicht über Minecraft. Denn ich lerne wirklich, obwohl ich es seit 7 Jahren spiele, lerne ich immer mehr und mehr dazu. Ich schwätze und sage ich nur. Und für diejenigen, die Redstone nicht kennen, das ist eigentlich die Technik von Minecraft. Und Junge, man kann damit ein Telefon bauen, das sogar wirklich funktioniert. Du kannst mit anderen Leuten aus der Welt telefonieren. Also wirklich ein ein Handy in einem Spiel, das mit der echten Welt kann verbunden ist einfach. Wie krass ist das? Oh. Und es wird ja noch schlimmer, es kommt ja immer mehr und mehr so Sachen dazu und immer krankere Sachen, ey. Das finde ich einfach so krass, da sieht man einfach, wie toll es ist. Oh, ich habe meinen Arm gerade weh, etwas. Ich muss etwas besser sitzen, dann könnte ich vielleicht meinen Arm sich etwas beruhigen hier. Oder erholen, ja. Ja. Was soll ich hier noch eigentlich doch verbessern? Ich glaube sogar, ich könnte schon in der nächsten Folge anfangen, die Mauer hier bauen, ne? Es wäre auch mal eigentlich Zeit. Ich glaube, ich brauche dafür viel Steine. Oh Junge, kannst du für die nächste Folge etwas die Steine suchen gehen? Juhu, ich hasse mein Leben! Aua. Schon, oder? Ich glaube, nur noch ein Haus ist richtig, also dieses Haus ist nur ein Block höher, also muss ein Block tiefer gesetzt werden halt, aber dann müsste ja alles repariert sein und ich glaube, ich könnte dann mit der Mauer anfangen. Und wenn die fertig ist, dann kann ich sogar noch auf dem Platz, zum Beispiel hier in der Mitte, noch ein paar Häuser dazufügen und dann wird das Dorf immer größer und ja. Ja, ich kann halt dann noch mehr Folgen machen, wo ich über irgendwelche Themen dann rede. Ich glaube, das gefällt auch den meisten. Glaube ich zumindest. Ich bin mir nicht sicher. Also wenn euch so Folgen gefällt, ich könnte das öfter machen, auf jeden Fall. Ja, was mache ich eigentlich hier noch im Kreis, ey? Oh lol, sind die da gefangen? Oder was? Dann warte, dann mach ich eine Treppe. Nein. Aber sie aus sind sie auch wieder gefangen. Weil sie so dumm sind und raufklettern und da nicht mehr runterkommt, dann ist ja die eigene Schuld für den, ne? Ja, es ist. Ach, ich dachte, das Dach hier wäre nicht da. Oh Junge, da müsste ich aber noch viel machen, ne? Ja. Das kann ich eigentlich noch in diesem Video machen, ne? Ich kann eigentlich nur Scheiße noch labern. Das geht. Oh Junge. Obwohl, ich könnte mal schauen, ob ich noch hier ein Haus könnte. Weißt du was? Ich glaube, ich brauche hier noch ein Haus. So, hier schon die Grundform. Oder weißt du was? Ich mache, glaube ich, so ein Haus. Warte, so. Da. Hier mit der Erde. Aber weißt du was? Das mache ich in der nächsten Folge einfach fertig. Also, in der nächsten Folge ist das wahrscheinlich fertig und dieses Haus repariert. Und ich habe wahrscheinlich dann schon mit der Mauer angefangen. Und habe auch wahrscheinlich viele Ressourcen. Das war auf jeden Fall mein Video. Wenn es euch gefallen hat, vergiss nicht eine positive Bewertung da zu lassen. Wenn ich sehen kann, dass es euch gefallen hat, vergiss auch nicht einen Kommentar mit Kritik und Infos da zu lassen, wie ich euch verbessern kann. Vergiss auch nicht, mich zu abonnieren und die Glocke, sagt wir im nächsten Verfassen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir eigentlich mal abonniert. Jetzt seit einer gefühlt Geschmack nach. Seit einer Woche fehlt mir noch ein Abo von 30 Abonnenten. Was?
Teufel. Nein, eigentlich ist es mir egal, ihr müsst mich nicht abonnieren, einfach. Das war jetzt ein Joke. Ich mache ja nicht so wie, es gibt wahrscheinlich ein paar Leute so. Also, wenn ihr mich jetzt nicht abonniert, dann werde ich meinen Kanal löschen. Und das ist schon mal ein Ernst. Ja, ich glaube, so Leute gibt es wirklich. Es hat mich so nicht wundern, wie beschissen schon unsere Welt bis jetzt ist. Wird es mich so nicht erst wundern, wenn es so Leute gibt. Oder gar noch schlimmer. Aber auf jeden Fall, das lassen wir. Und ja, vergiss auch nicht noch das Video. Wir freuen uns dann. Tschüss. Wir sehen uns im nächsten Video. Und das müsste Angry Evolution sein. Und das wird wieder wahrscheinlich langweilig. Nein!